Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge FIFA 15. Dieses Mal gegen Bayern und leider wieder auswärts. Und mal am Tag. Aber hey, nicht mehr Chelsea die ganze Zeit. Das ist schon mal Anfang. Und der macht jetzt mal Pause. Ja, da gibt's erstmal Pause jetzt. Lalala, ich gehe schon mal Spiel fortsetzen, denn ich wäre dann auch bereit, um ehrlich zu sein. Ich warte nur noch auf ihn. Lalalala, es ist schon spät, Leute. Ich würde dann auch mal ganz gerne weitermachen. Ah, es geht ja weiter. Doch, so zügig. Komm, Kassiers. Gut gemacht. Ganz unten läuft Ronaldo. Und leider den Stopp von Lahm. Oh oh. Komm. Oh, das war sauber. Komm. Ja, das so wird's jetzt. Modric wieder voll am Zurücklaufen. Oh, mal schauen, was er vorhat. Das ist ja nicht viel. Oh, wie ich das hasse. Oh, wie ich das hasse. Gut, gut, gut. Ah, der kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt spielt er sich da wieder den Ball 50.000 Mal hin und her. Okay, das ist ein One-Touch-Footballer. Der will dieses Bayern-Style-Technische nachmachen. Also hat eigentlich nicht wirklich viel drauf. Heißt, ich muss vor allen Dingen das stoppen. Alter, das ist nicht dein Ernst. Natürlich ist es einer. Gebe ich. Na, wobei, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber selbst wenn es einer ist, ich drücke nichts. Ich kann da nichts hören. Aber es ist auch keiner. Das ist kein Elfmeter. FIFA fängt wieder an mit Bullshit. Toll, 1-0 hinten. Ich sehe es schon kommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh mein Freund, genau so muss es laufen. So, jetzt will ich auch ein bisschen Ball. Ah, shit, der nimmt mir viel zu leicht den Ball weg. Viel zu einfach ist es. Und wieso sind überhaupt keine Abwehrspieler da hinten? Weg mit. Ich sagte weg mit. Das ist doch nicht weg. Ihr verarscht mich doch alle. Das ist auch nicht weg. Das ist alles kein Weg. Dann kriegt ihr meine Oma weiter. Ey, Leute, verarscht ihr mich. Geht schon wieder los. Das hatten wir aber schon in den letzten Spielen. Das sagte jetzt, hätten wir uns mal wieder ein bisschen besser. Nein. Wieder zurück zum Malen, oder wie? Oh, solche Spieler machen mir extreme Probleme. Die können eigentlich nichts. Die können wirklich nichts. Ich bin nur unfähig dagegen. Weil sie ziehen dir die Abwehr auseinander. Ich mag das gar nicht. Yippie, sie reißen sich gegenseitig die Beine vom Leib. Das macht keinen Sinn. Ich hatte eine gute Chance. Aber leider kein Tor. Gucken wir mal wieder welche rein. Und wir spielen trotzdem weiter nach außen. Komm, du gehst drauf. Du gehst hinterher. Oh, Konto unterbrochen.
Alles wieder. Tutto Balletti. Dankeschön. Ah, da warst du für mehr drin. Ein bisschen den Ball kontrolliert, vergehen halt auch hier alle. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Scheiße. Der nimmt mir so einfach den Ball weg, das gibt's gar nicht. Und weg mit. So ein 1-0, das würde hier richtig schön Karten neu auf den Tisch legen. Also nice für mich. Für ihn wäre echt böse für mich. Oh Mann, ihr verarscht mich doch alle. Das sind so diese Momente, in denen ich echt Angst kriege bei FIFA. Diese Automatismen, die nicht greifen. Gut gemacht, Pepe. Ah, einmal die Seite wechseln. Das ist nicht gut für mir. Und zack, da bin ich einfach schneller. Dann machen wir die Drehung hier rüber. Dann drehen wir uns einmal hier rüber. Und spielen den Ball dahin, wo ich ihn gar nicht hinhaben wollte. Alles klar. So läuft das heutzutage. Oh Mann, der ist nicht mit dabei. Halbzeit. Und hey, immer wieder, immerhin wieder. Null, ne? Aber diesmal bin ich schon schlägen. Auch wenn der, ich bleibe dabei, nichts kann. Ich bin, wie gesagt, einfach nur unfähig gegen diese Art und Weise des Spiels gegenzukommen. Das macht mir extrem Probleme. Oh nein, Mann, Leute. Ich sehe das schon ewig, aber da bewegt sich kein Mensch hin. So, jetzt wird ein bisschen angriffslos, weil das Spiel. Gibt's ja nicht. Ich setze mal ein bisschen unter Druck. Ah, guter Einsatz von Casillas, trotz allem. Sowas sehe ich gerne. Oh nein. Ah, jetzt hat er ein paar Chancen hier. Und tschüss. Groß. Oh Mann. Richtig fette Chance. Schade. Ah, das war dann wohl eher nichts. Zurück zum Torhüter. Und unten entlang. Nein, 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 so will ich den nicht. Komm mitlaufen, Jungs. The opposition back off, they could be in trouble. And the ball gets to here. Ronaldo. Scheiß drauf. Elfmeter, wie wär's? Zumindest ein Eckball will ich. Ach Mann. Gar nichts. Gibt's ja nicht.
Da wollte ich mich eigentlich reingrätschen. Er hat aber keine Lust zu gehabt. Komm schon. Konto läuft. Jetzt nicht mehr. Ballkontrolle ist so eine Sache. Eieiei, was hat der mit seinem Kurzballspiel? Da wird mir übel, Alter. Kassier steht wieder, aber eigentlich nicht gut. Alter. Ist ja die Krise so langsam. Oh, wenn Kassier es nicht springt, da kriegst du echt Angst bei. Er hat echt nicht viel drauf, muss man sagen. Das hatte ich auch anderswo. Ja, eine Schussstatistik sieht man erst mal überlegen, aber Schüsse aufs Tor hat er auch nicht viel mehr. Dankeschön. Er hat unterbrochen, nicht ich. Okay, wir haben schon wieder. Schon wieder. Ach, das sind so blöde Ideen, die ich da habe. Das ist ja unglaublich. He's looked to change the point of this attack. It's looking good, this move. Gut gespielt, Jungs. Aber hier kommt nach vorne echt gar nichts mehr. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er sein Tor schießt. And the shot's on. Strong hands from the goalkeeper. The keeper had a shot at that power. He's read that well to intervene. Ganz unten. Ich bin voraussehbar. Vorausschaubar, was auch immer. Komm, Isco! Freischuss für ihn. Entschuldigung, was er mich gemacht hat. Ach komm, nicht schon wieder Pause. Mittlerweile bin ich öfter in Pausemenüs als sonst irgendwo. La 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 la. Auf die Medinelle Uhr schauen. Pause war drauf. Gut, danke schön. Jetzt hat er auch alles gewechselt. Ja, das geht raus. Okay. His movement's not been good enough. Meine Fresse, wenn der ankommt, ist er drin. Und sehr wahrscheinlich dann. Den hat Kassier jetzt mal ganz locker. Und dann geht es ihm nochmal darum. Rodriguez, es gibt Neckball. Ah, den nehmen wir einfach mal rein. Eckball? Ja. Oh Jungs, das sind so Aktionen. Ich fasse es nicht. Und wie ihr dann, wie die zurücklaufen, mit welchem Tempo? Mir wird ja ganz anders. Oh, jetzt hat der Eckball. Das will ich verhindern. All diese Dinge, das darf doch alles nicht wahr sein. Oh,
Vorbei. Wieder 0-0. So 0 ist ja ganz nett, aber zweites Mal unentschieden. Naja, hier war ich unterlegen, von daher ist es in Ordnung. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.